Hallo, ich bin heute ein bisschen Heimwerker und zeige euch, wie man eine Wand in Beton-Optik ganz einfach und easy selbst hinbekommt. Alles, was ihr dafür eigentlich braucht, ist in dieser Zauberbox von Alpina für Beton-Optik. Da ist einmal Beton-Optik-Basis, einmal das Finish und dann noch eine Effektkelle drin, mit der ihr diesen geilen Beton-Effekt hinbekommt. Und wie, das zeige ich euch jetzt Step by Step. Erster Schritt, Fläche einzeichnen. Die Betonfarbe ist ziemlich dunkel, deswegen empfehle ich euch nicht die ganze Wand zu streichen, sondern nur einen Streifen. Mit der Wasserwaage bekommt ihr dann eine wunderschöne gerade, senkrechte Linie hin, die ihr einfach mit einem Bleistift einzeichnet. Zweiter Schritt, abkleben. Klebt das Klebeband nicht direkt auf den Bleistiftstrich, sondern 2 mm dahinter. Und natürlich auch die Decke und die Sockelleisten abkleben. Besonders zum Streichen eignet sich sogenanntes Maskenband, eine Klebeband mit integrierter Folie. Diese kann man ausbreiten und die schützt dann naheliegende Wände und den Boden und die Decke. Dritter Schritt, Ausfranzungen und Farbnasen vermeiden. Wenn ihr mit der Grundfarbe eurer Wand am Klebestreifen entlang streicht, bekommt ihr später beim Abziehen eine saubere Kante. Falls etwas hinter dem Klebeband läuft, dann nehme ich nur die Grundfarbe. Ein echt toller Tipp, den ich bekommen habe. Vierter Schritt, Beton-Optik-Basis. Jetzt wird die Basis unseres Beton-Optik aufgetragen. Das ist eine pastöse Farbe, die wie eine Spachtelmasse ist. Bei kleinen Flächen kann man die Farbe direkt mit der Effektkelle auftragen. Bei größeren Flächen erst mit dem Roller auftragen und dann die Effektkelle benutzen. Als erstes die Farbe verteilen. Um die Struktur reinzubekommen, die Kelle schräg stellen und immer wieder drehen. So bringt man Kanten in die Struktur und wenn man die Kelle etwas flacher ansetzt, schmieren. Am besten arbeitet ihr euch diagonal an der Wand entlang, damit man später keine Ansätze sieht. Und dann die Farbe einen Tag trocknen lassen. Fünfter Schritt, Finish auftragen. Am zweiten Tag wird das Finish mit einer Rolle kreuz und quer aufgetragen. Dann die Kelle nehmen und die Farbe auseinanderziehen. Das Finish ist eine Art Lasur, die geht in die Farbe rein, gibt den ganzen besonderen Betonlook und macht die Farbe weniger anfällig für Schmutz und Kratzer. Sechstens, Klebeband abziehen. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Wir lösen erst das Maskenband von der Wand und dann das Klebeband. Zum Vorschein kommt eine absolut saubere Kante. Voila, ich bin mega happy und total zufrieden. Ich habe ganz viel gegoogelt im Internet, wie ich dann so eine Betonwand hinbekomme. Und es gibt einige Lösungen, noch die meisten sind mega teuer. Deswegen ist die Baumarktalternative echt krass schön. Und ich freue mich total und ich glaube, ihr werdet die Wand noch auf 1000 Bildern in Zukunft sehen. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks zum Thema Streichen haben wollt, dann schaut doch mal in der Infobox. Da habe ich euch einen Link reingesetzt. Ich habe nämlich ein paar Experten-Tipps bekommen, die echt mega hilfreich sind. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich abonniert.